Tino. So, meine, meine. Gut, so, jetzt sind wir richtig. Entschuldigung. Ich fange natürlich mit einem Booster die an. So, ich habe ein bisschen was zwischen den Folgen gemacht. Wie ihr seht, ich habe hier meine Felder erweitert. Es wird immer mehr. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles dann noch regeln sollen. So, wir können hier gleich mal ernten, weil wir haben hier noch ein bisschen Platz. Ich habe hier jetzt Chili angepflanzt, hier noch Knoblauch. Ja, hier die Kaktusfrucht und hier die Weintrauben. Könnte man eigentlich einen schönen Weinberg machen. Nein. Ich hab doch hier einen Gartenschirm. Warum klappt denn das? So weit bin ich reif. Die ist reif. Jetzt ist sie weg. Schön. Oder auch nicht. Gut, wir bauen das gleich wieder an hier. Und lassen das mal schön wachsen. Ja, ja, nee, drei Stück fehlen. Gut, die lassen wir wachsen. Das hier auch. Und hier habe ich uns noch zwei Felder in Reserve gemacht, falls noch irgendetwas kommt, was wir brauchen. So, und ja, sonst habe ich nicht so viel jetzt inzwischen Zeit gemacht. Ich habe hier unsere Decke hier oben reingemacht. Ja, die Türen, ich weiß nicht, haben wir das gemeinsam gemacht. Ja, da ist eine Tür, wo wir dann auch noch ein bisschen Platz haben. Hier auch, das hat man das Dachgeschoss. Und ich weiß ja nicht, was da noch auf uns zukommt. Und hier geht es quasi auf den Obergeschoss. Hier ist noch die Lampe, da kann man das vielleicht so lassen. So, okay. Wir werden weiter arbeiten. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir sind dabei, den Slime Sling zu bauen. Und zwar haben wir ja schon ein klein wenig angefangen. Wir haben hier unsere Küche. Nicht das, was ich brauche. Da ist Wasser. Super, habe ich auch gefallen. Wo habe ich es denn hin? Irgendwo habe ich es hin. Hä? Ich möchte so kann man eigentlich da noch zur Küche bringen. Stellen wir hier auf den Berg. Wir haben schon ein bisschen gekocht letztens. Die letzte Folge war ja kochen dran. Und irgendwo habe ich es. Huch. Aber wo? Habe ich es einen Rucksack? Hä? Wo habe ich die Dinger her? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich sie rein habe. Das ist aber gefährlich. Hier, unsere Hot Wings. Ich glaube, ich lege die oben in den Kühlschrank rein, damit sie schön frisch bleiben. Und es wird schon wieder dunkel, aber das sollte uns jetzt nicht stören. So, ne? Die kommen hier in den Kühlschrank. So. Gut. Ich mach mal hier die Tür zu, damit Monster reinkommen. Und komm, wir schlafen schnell. Egal. Ist immer schon hier oben. Dann schlafen wir auch kurz. Ich weiß ja nicht. Es könnte ja passieren, dass da drinnen welche Sporen oben, weil da nicht genügend ausgeleuchtet sind.
So, wir machen heute Slimes. Wir bereiten soweit alles vor, wie wir können. Er startet gut Schleim und machen heute den Hängekleider. Iron Rod. Zwei Eisenbahnen. Das heißt, wir werden. Guck mal, wie viel Eisen wir noch haben. Nicht besonders viel. Sieben. Wir werden mal noch ein bisschen Eisen in den Ofen schmeißen. Das reibt sich. No, da geht's langsam, aber da müssen wir doch noch irgendwo haben. Zwei Eisenblöcke haben wir auf jeden Fall noch. So, wir schmeißen mal das da rein. Kann das Ding schon mal durchdrüseln. So, und dann habe ich zwischen den Folgen paar Kühe geschlachtet und danach gezüchtet. Das Leder haben wir hier und da haben wir auch noch fünfmal gehärtetes Leder. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal gehärtetes Leder, also 12 mal. Okay, das heißt, wir nehmen uns die alle mit. Das sind 5, ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann brauchen wir da auch noch von. Und zwar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und wie ist das gemacht worden? Ich weiß gar nicht mehr. Einfach die zusammen. Okay, das kriegen wir hin. Das war sogar so. So. Zack. Und dann haben wir 12 mal gehärtetes Leder. So. Und jetzt brauchen wir Sticks. So, jetzt brauchen wir Iron Rod. Es gibt immer 4. Okay, und wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir also 2 mal. Das müssen wir eigentlich schon hinkriegen. So, gehen wir gleich mal hier runter. Hm. 1, 2, 3, 4. So, zack. Okay. Du kommst mal raus hier, weil jetzt ist. Wir brauchen noch einen Faden. Einen Faden. So. Das müsste auch zusammengebunden sein. So, wir haben einen Hängekleider. Und den will ich jetzt eigentlich gleich mal auch ausprobieren. Das machen wir gleich mal. So, und zwar hier probieren wir aus. Okay. Dann können wir ein bisschen kleiden. Sliden. Man muss ihn in der Hand behalten. Oder? Nee. Ah. Warte mal, wir gehen noch mal hoch, bitte dich noch mal machen. Noch kurz ausgehalten. Ist ja schon cool irgendwie. Dass wir uns da noch keinen Weg nach oben gemacht haben. Ja, so.
komm, das probieren wir jetzt nochmal. Und zwar von hier aus. Juhu! Und da kleiden wir dahin. Ja, wir kleiden. Das kann uns im Nether ganz gut nützlich sein. So, dann machen wir wieder weg. Wir machen ihn aber jetzt gleich mal in die Kiste rein. So. Was wir noch machen, Vorbereitung für den Winter. Wir machen es da in die Kiste. Das hier. Wir nehmen uns mal ein klein wenig Obsidian. 20. Und schmelzen das mal da ein. Oh, Alter. So, und wir brauchen Blut. Blut brauchen wir. Rollendes Blut. Okay. Hatte ich hier nicht eine Axt? Entschuldigung. Hier muss ich ungefähr. So. Jetzt hoffe ich mal, dass unsere Hundis dann nicht da reinfallen. Ja. Ganz gut gemacht. Ganz gut. So. Nicht. Okay, das ist jetzt da reingefallen. Da auch. Oh, das ist nicht gut. Ich möchte nicht unbedingt da. Nein. Egal. So, wir gucken jetzt gleich mal da unten rein. Jetzt da ach, das ist das Obsidian und was ist das? Okay, da ist irgendwie halt jetzt Schrott drin. Gut, Obsidian haben wir 20 Blöcke drin. Wir brauchen Blut. Habe ich noch eine Leine? Irgendwo habe ich noch eine zweite Leine, das weiß ich. Ihr geht mal da rüber. Ich muss euch mal ein bisschen da rüber schieben. Hopp. So, Leine. Da ist eine Leine. Ich hätte auch ein bisschen Getreide mitnehmen können. Was nehmen wir denn? Schafe haben wir halt viele. Da kann man mit. Ich
hoffe, das klappt so. Ich bin mir nicht sicher. Komm mal mit. Darfst hier ins Haus rein. Ja? Hallo. Komm rein. Kommst du nicht hier? Komm rein. Ich glaube, es weiß, was auf sie zukommt. So. Komm mit. So, jetzt gucken wir mal. Autsch. Eisen, Blau, Blut. Okay, jetzt nehme ich dich mal raus. Ach, gucken. Wenn ich das jetzt... Okay. Holen wir noch ein bisschen. Co. Was? Keine Ahnung. Wir schlafen aber erstmal kurz. Das müssen wir jetzt ausprobieren. So. Holen wir uns noch ein Schaf. Na, haben wir genug. Ich habe da was gehört, wo ich gar nicht hören wollte. So. Hallo? Komm mit. Rein. So, jetzt gucken wir nochmal. Ist kein Blut irgendwie oder was? Müssen wir da warten, bis das... So, wandelndes Blut. Blutschleimdruck funktioniert toll. Er startet auch Blutschleimblock. Ich würde es gerne näher ranzoomen. Kupfer. Ist das Schaf jetzt da drin oder nicht? Hm.
Na, hol mal eine Kuh, mal gucken, was dann passiert. Komm raus da aus meinem Feld. Komm raus. So, wir holen uns mal eine Kuh. So, komm mal mit. Raus. So. Muss ich jetzt ausprobieren. Hallo, Kuh. Hopp, na komm. Aber ich meine, das muss doch gut gehen. Nicht da rein sein. Gott, ist so. Kuh. Okay, komm. Ja. Blut. Also Kühe. Ganz viele Kühe. Okay. Ja. Gut, ich würde sagen, wir schubsen da die Kühe zwischen den Folgen rein. Mach mal hier, jetzt nochmal kurz ein bisschen Inventar lernen. Und das Fichtenholz weiter. Mach da unsere Tür nochmal wieder zu. Was ist denn? Und dann werden wir noch Kühe füttern müssen. Ja, das machen wir. Weil wir werden Kühe brauchen. So. Erstmal die friedlich stellen, damit sie wissen, was als mit das meinen, mit etwas Böses mit gut. Dann werden wir da also Kühe opfern müssen. Chili so. Können wir eigentlich da in die Küche bringen. So. Ich denke mal, das wird für euch zu langweilig, wenn ich das jetzt mache. So. Einsetzling. Ich muss mal kurz aufräumen ein bisschen. Jetzt nicht selber da reinfallen. So. Machen da wieder zu. So weit es geht, dass wir da nicht selber reinfallen. So, da sind ja 4 Stück da reingefallen. Kurz Inventar leer machen.
Salz kommt in die Küche. So. Haben wir noch was hier für die Küche? Verrottetes Fleisch kommt runter im Keller. Das hier kommt wieder ins Regal. Da habe ich mal was nachgeguckt. Okay. Also, was haben wir da? Ein Wassereimer. Komm, machen wir auch mal in die Küche rein. So, okay, gut. Zu. Dann zieht es nicht so. Gut, wir gehen in unser Questlog, weil, ja, sind wir noch hier, ja. Das haben wir gemacht und jetzt geht's hier weiter, eine Upgrade-Schablone. So, dann schauen wir mal, dass wir das alles auch kreuzen müssen. Lass mich mal kurz strecken. Upgrade. Hier ist er. Wir brauchen Glas und ein Standardschubfach. Vier Truhen und wir brauchen Holz. Mega viel Holz. Das holen wir uns mal schnell. Eine Sekunde, ein Mädchen. Ne, das brauchen wir in der nächsten Folge. Ja, so machen wir das. In der nächsten Folge machen wir hier mit unserem Questlog weiter. Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zusehen und wir müssen uns irgendwann auch mal Gedanken machen, wie wir das mit unserer Energie hin. So, also, es wird dunkel, es wird Nacht. Wir haben es heute Abend. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao, ciao. Mitfahren.